Abschnitt 7. Nee, 6. 6 war's. Haben wir durch. Das war das erste Mal, dass drei Tüten drin waren. Und was haben wir jetzt gebaut? Ich zeige es jetzt mal gleich am Modell. Zum einen haben wir hier unten einen Fuß gebaut. Ja, hier auch mit Beschriftung. Das ist gedruckt. Wir kippen es mal um. Das ist hier nur so eine klassische Konstruktion. Viele schöne. Ist auch ein Teil dabei. Das kenne ich so nicht. Das ist hier. Das geht hier so schräg. Also von ein auf zwei Noppen. Aber abgerundet. Also das ist nicht einfach nur, sondern es ist auch so schräg und so schräg. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Dann haben wir hier vorne auch den Fuß. Das sind ganz normale Teile. Da war jetzt nichts Besonderes dran. So auf der Seite auch das Bedruckte. Aber das war nicht das Einzige. Wir haben es am Anfang schon kurz gesehen. Wir haben die Figürchen reingesetzt. Und zwar der hier unten mit seinem Funkgerät und einem Schraubenschlüssel. Der bedient hier unten das Pult. Und dann haben wir hier oben, keine Ahnung, Professor irgendwas wahrscheinlich, der gucken, ob das geht, der hier oben alles bedient mit einem Bohrer. Bin ich jetzt nicht so ganz im Bilde, warum der hier irgendwie rumbohren will. Keine Ahnung, was der soll. Und das hier oben, die ganze Plattform haben wir gebaut. Schön zusammengezimmert mit Geländern. Wie der hier hochkommt, keine Ahnung. Hier gibt es keinen Aufzug. Hier hinten auch. Wieder bedruckte Steine, genauso das Display. Hier, das ist das gleiche Display, was wir unten schon hatten. Bedruckte, transparente Fliese, eine Tastatur dazu. Die Figuren haben zwei Gesichter jeweils, kann man sich aussuchen. Und hier bei ihm mit Arm oben bedruckt. Ja, das sieht jetzt nicht ganz so vom Übergang nicht ganz so geil aus. Aber ja, okay. Also, den Bohrer bin ich mir nicht sicher. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Als Teil. Oder gibt es den irgendwo anders schon? Keine Ahnung. Und somit wird unser PC hier langsam, aber sicher vollendet. Aber es fehlen natürlich noch ein paar Teile. Weil hier ist ja noch alles frei. Ne? Hier. Da fehlt ja was. Und das werden wir dann in den nächsten Abschnitten bauen. Dann würde ich sagen, bis dahin. Wir können ja mal kurz gucken, was wir als nächstes bauen. Haha. Sieht aus wie ein Mainboard. Ja. Wunderschön, freue ich mich drauf. Achso, übrig ist nichts. Also schon seit mehreren Bauschritten ist nichts mehr übrig. Wir erinnern uns, dass hier unten sind nach wie vor die einzelnen Teile, die über sind. Zwei 1x4er Steine und eine 1x4er Plate. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.